Wir haben hier 5 Jungs, sehr verschieden. Ihr wisst, wie dieses Konzept geht, oder? Also, wir fangen mit den Schuhen an. Ihr schaut euch die 5 Schuhe an und sagt, hey, welcher gefällt mir am wenigsten? Der Schuh, der euch am wenigsten gefällt, der kommt raus. Und dann geht's weiter mit den Hosen, dann mit den Oberteilen, also Pullis und allem, und dann die Jacke. Und dann ziehen die Jungs ihre Masken aus. Wen haben wir hier? Ich bin Therese, 17 Jahre alt und ich komme aus Mosambik, Rumänien und Syrien. Ich heiße Astu, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Senegal. Auf jeden Fall will ich gar nicht lange rumreden. Ich würde sagen, wir fangen dann von links nach rechts an. Aber erstmal so, wie sieht Therese Traummann eigentlich aus? Da kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich habe nicht wirklich einen Type. So, wenn du schön bist, bist du schön. Ja, genau. Style muss halt passen. Zu dir passen? Ja, zu mir, genau. Okay. Und ja, das war's eigentlich. Ja, die Schuhe, also an sich mag ich die, sind ein bisschen dreckig, deswegen gibt es Minuspunkte, aber sonst mag ich die Schuhe, ja. Wie würdest du jetzt sagen, wie würdest du jetzt sozusagen auswählen oder beratet ihr euch zweimal einfach? Das wissen wir schon. Also, wenn es um jetzt gerade geht, dann würde ich die auch austun. Ich bin Luis, 19, komme aus München. Ja, die Schuhe sind ein bisschen dreckig, warum? Ich war auf einem Clubkonzert und seitdem habe ich keine Zeit gehabt, die sauber zu machen. Die Schuhe sind auf jeden Fall weg, wir wussten jetzt wieso, ne? Gut, Hosen. Ihr habt die Hose jetzt gesehen, oder? Ja. Therese, Astu, besprecht euch. Eine, die du jetzt rauswählen würdest? Also keine ist halt schlimm, aber ich weiß nicht. Welche würdest du? Ich finde auch nicht wirklich eine schlimm, wenn, dann würde ich, glaube ich, die Jogginghose rauswählen. Genau. Ja. Aber die ist nicht schlimm. Nee. Aber passt halt nicht. Ja, also es gibt bessere. Dann, Bro, dann würde ich einmal sagen, bist du einmal raus, ne? Ich bin Julian, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus München und ja. Oberteile, schwierige Auswahl? Nicht mehr. Nicht mehr? Wir haben uns erstmal alles so insgesamt angeschaut, deswegen hat eigentlich alles bei jedem gepasst. Aber wenn man nur auf die Oberteile schaut, dann glaube, dann haben wir schon uns für eins entschieden, ja. Okay, und welches wäre das dann? Von den Rechten. Der Rechte? Ja. Der ist nicht so gut? Er ist gut. Aber, also an sich, die Jacke ist fresh, aber ich glaube, wir persönlich hätten es nicht mit der Hose kombiniert. Okay. Aber an sich ist sie fresh. Ja, dann würde ich einmal sagen, Bro, du wirst dann einmal raus. Ich bin City, komme aus Landshut. Damn, okay, okay. Habt ihr die Jungs gesehen? Ja, haben wir. Habt ihr das erwartet, wie es aussah? Nein. Ja. Ja. Hast du so erwartet ein bisschen? Ja. Ja? Ja. Dann haben wir jetzt sozusagen die zwei Jungs da. So, jetzt sagen wir, Gesamtoutfit. 0 bis 10 beim Linken. Da würde ich ihnen eine 7 geben. Eine 7? 10, ja. Okay, nur vom Outfit, gell? Genau. Okay, und du beim Linken? Nur vom Outfit 7,5. 7,5? Ja, eigentlich. Das Outfit ist gut, aber die Hose, dieses Blau auf Blau, stört mich. Okay, von den beiden würde ich den Linken wegholen. Sie hat eigentlich auch für mich gesprochen, aber es war eine schwierige Entscheidung. Beim Linken stört mich nur die Hose mehr nicht. Ja, auch nur die Hose. Sonst schaut er gut aus, hübsches Gesicht, schöne Schuhe, ja, schöne Jacke. Nur die Hose stört mich. Ich mag solche Jeans irgendwie. Weil gar nicht. Das Oberteil passt auch voll zu ihm und so. Er hat so ein bisschen dieses Model-Gesicht und dann dieser Rollkragenpulli passt auch so. Mhm. Servus, ich bin der Jenal, 20, halb Türke, halb Österreicher und ich würde gerne wissen, warum das nicht passt. Also, ich spreche jetzt nur für mich. Die Hose ist nicht schlimm, aber irgendwie, es passt nicht so zur Jacke. Also der Kontrast, finde ich. Ja, okay, schwarz hätte jetzt auch weiß eigentlich. Also, was heißt weiß? Wenn er so ein, nicht so ein, nicht so ein Blau wie seine Hose, so eine andere Jeansfarbe. Aber das Dunkle, das mag ich nicht so. Aber ist nicht schlimm, das Outfit taugt schon, ja. An sich, ich mag allgemein solche Jeanshosen nicht. Ich weiß nicht warum. Ich finde, das steht Jungs irgendwie nicht so. Die Farbe mag ich auch nicht. Ich selbst trage solche Jeans nicht und auch die Farbe nicht. Aber Oberteil und Jacke schaut gut aus, aber diese Jeans halt nicht. Also ich mag es einfach nicht, auch nicht an mir selbst. Komm vor. Du hast auf jeden Fall von allen gewonnen. Du hast sozusagen das Outfit-Wettbewerb sozusagen gewonnen. Also ich mag die Jeanshose. Die will ich selber auch haben. Deshalb habe ich die direkt erkannt. Die Jacke mag ich auch.
Ja, es hat eigentlich, es ist basic, aber es passt voll. So würde ich auch rausgehen, deswegen. Okay. Passt auch zu seinem Gesicht. Ja, die Hose gefällt mir auch. Auch gut kombiniert mit der Jacke. Jacke mag ich auch, Farbe ist gut, passt zu deinem Gesicht. Mütze auch gut, Oberteil war auch gut, deswegen man kann nichts also aussetzen. Ja, hat alles gut gepasst, 10 von 10. Dann war's mit dem Video, vielen lieben Dank. Danke an euch, dass ihr zugeschaut habt bis hierher. Ich würde sagen, wir reden gar nicht so lange rum. Für die ganze Aktion lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall alle ab, die mitgemacht haben. Unten in der Beschreibung sind alle verlinkt, deren Instagram-Name. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dieses Format wird hochgezogen. Ich würde sagen, wir reden gleich so lange rum. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.